Sigrid Hendrich besucht fast täglich das Grab ihres verstorbenen Mannes auf dem Friedhof in Schlangenbad. Als sie am vergangenen Freitagmorgen wieder den Friedhof betritt, traut sie ihren Augen nicht. Ich fand es ganz, ganz furchtbar schlimm. Also ich halte es für einen Racheakt von Leuten, die den beiden Herren Schaden zufügen wollten. Sie entdeckt zwei neue Gräber. Auf den Kreuzen stehen die Namen ihrer Bekannten. Hermann W. und Karl W., gestorben am 28.01.2018. Das Makabere daran, die beiden Brüder leben und erfreuen sich bester Gesundheit. Jeder findet es makaber und unerträglich. Denn es muss hier jemand sein, der die Verhältnisse hier kennt. Auch Renate Burlach entdeckte die vermeintlichen Gräber der beiden Männer am Freitag. Ich stand hier, ich war richtig entsetzt. Mir ist, ich weiß nicht, ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ja, man fragt sich, was das für Menschen sind. Ja. Wirklich, also irgendwo hört es auf. Ist auch kein Scherz mehr. Der oder die Täter haben nichts dem Zufall überlassen, um die Gräber der 84 und 86 Jahre alten Brüder täuschend echt aussehen zu lassen. Diese grünen Zweige lagen verteilt auf den beiden Gräbern. Und dann diese roten, sehr aufwendigen schmiedeeisernen Grableuchten. Die Holzkreuze waren professionell angefertigt. Auf ihnen wurden die Vor- und Nachnamen der beiden Männer und deren zukünftiges Todesdatum Ende Januar 2018 angebracht. Die beiden Familien haben Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung. Außerdem wurden die beiden Holzkreuze sichergestellt, um daran DNA-Spuren und Fingerabdrücke zu sichern. Warum Hermann W. und seinem Bruder Karl W. so etwas angetan wird, kann sie Sigrid Hendrich nicht erklären. Im Nachhinein denkt man, sie müssen Feinde gehabt haben. Sie müssen jemanden, der sie auch kannte. Sonst, wer kennt die Vornamen, wer kennt das? Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen, die vergangene Woche auf dem Friedhof in Schlangenbad jemand gesehen haben, der die falschen Gräber direkt an der Kapelle errichtet hat. Für Sigrid Hendrich waren die zwei Gräber ein schauriger Anblick und auch jetzt macht sie sich noch Gedanken. Ja, ich würde an dem Tag aufpassen, an dem 28.01. Die beiden Damen hoffen, dass der oder die Täter gefunden werden, damit dieser Spuk ein schnelles Ende hat.